Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, herzlich willkommen und moin moin zu einem etwas anderen Spiel heute. Ich hab Bock auf ein bisschen was anderes, denn Empyrion, ja, cool, geil. Aber ich kann es nicht den ganzen Tag spielen und hab mir gedacht, ich fange mal wieder eine Runde RimWorld an. Und da wollte ich euch einfach mal mitnehmen. Und bin hier auch schon dabei, meine Party so ein bisschen zusammenzustellen. Für die, die es nicht kennen, RimWorld ist ein Survival-Spiel. Wir werden gleich auf den Planeten abstürzen und ja, da werden sich dann drei Personen wiederfinden. Das erste ist die Kitty. Kitty ist meine Frau. Ne? Und hier kann man so ein paar Presets einstellen. Ne? Das ist relativ komplex. Ne? Ihr biologisches Alter ist 30, das will ich auch nochmal richtig einstellen. Ich bin nicht 70, ich bin aber auch nicht 30, ich bin ein bisschen älter. So, und der Gowski, der ist auch ein bisschen älter. So, und... Oh, ja, ich hätte nicht das Numpad nehmen sollen, da habe ich doch glatt mal die Facecam was gemacht. Und ja, wir sind halt abgestürzt und hier sind so unsere Stats. Ich zum Beispiel war in meiner Kindheit Fabrikarbeiter, ganz klar, ne? Kinderarbeit, ich wurde ausgebeutet und bin als Erwachsener Informationsvermittler, also wenn ich das nicht bin, dann weiß ich auch nicht, was ich bin. Und ich kann halt schnell lernen, aber ich bin halt vergesslich, also kann ich halt auch nichts gegen machen, ne? Deswegen tut mir die Facecam fast manchmal ein bisschen leid. Und ich habe noch diverse andere Namen, aber ich habe mir einfach mal eine Schnittname verpasst, ne? Die mir ein bisschen weniger Health gibt. Und ich bin... Oh, bisschen Fernkampf kann ich. Ich kann ein bisschen mit Waffen umgehen. Zumindest schießen. Ich habe auch schon mal ein Messer in der Hand gehalten. Und bin aber eigentlich mehr so fürs Bauen. Ne? Ich baue auch mein Haus aus und bla und Keks. Und das mache ich auch in dem Spiel ganz gern. Bergbau kann ich, sehe ich gerade gar nicht. Bisschen kann ich das auch. Ich kann ein bisschen kochen. Mache das auch echt gerne. Ne? Und Pflanzen. Ja, ich mache gern was in meinem Garten. Aber ich baue lieber Türme und so einen Scheiß. Hab immer dumme Ideen. Kann ein bisschen Handwerk, warum auch immer. Lerne das auch ein bisschen. Ne? Bin ein bisschen sozial. Und geistige Arbeit finde ich scheiße. Ich denke nicht gerne. The Big Ligowski ist auch mit am Start. Ne, der ist ganz klar Apokalypsenüberlebender. Ne, hat er mir schon tausendmal von erzählt. Ich kann es nämlich langsam nicht mehr hören. Und ja, kann ordentlich Fernkampf natürlich. Hat das sauschnell gelernt. Das war die einzige Möglichkeit, wie er damals überleben konnte. Unglaublich hart. Dabei hat er auch gelernt, Barrikaden zu bauen und ähnliches. Ne, hat ein bisschen gedauert. Er war halt eher dafür zuständig, die Bauarbeiter zu beschützen. Der kann ein bisschen besser Bergbau. Ne? Der hat sich immer in einen Tunnel eingegraben und sowas. Er kann ein bisschen kochen. Hat aber auch gelernt, mit Pflanzen umzugehen, weil nur so konnte er die richtigen Heilpflanzen für sich anbauen und so die Situation entschärfen. Dabei hat er auch gelernt, sich selbst zu sich selbst zu versorgen und sich seine Verwundung selber fertig zu machen. Und Kitty ist, war Kinderwissenschaftlerin, ne, hat damals schon immer gern mit ihrem Chemiebaukasten gearbeitet und ist jetzt Herpetologin, was auch immer das ist. Ach, nach einem schrecklichen Bergbauunfall, ne, ist sie ins All gegangen und hat nach neuen exotischen Tieren gesucht. Und sie ist halt Stubenhocker, zockt halt auch gern und ist psychisch abgestumpft. Ne? Was habe ich denn hier für eine Art? Ne, Michi hat, der ist fleißig, ne? Der gibt sich immer Mühe, der ist immer voll dabei. Aber ist Abstinenzler, ne? Also ganz schlimm. Drogen kann er gar nicht mit. Sieht deswegen auch so ein bisschen verwaschen aus hier. Und ja, das ist unsere Party und damit stürzen wir jetzt einfach mal ab. Ne? So, muss ich jetzt bestätigen. Ich kann das im Nachhinein nicht mehr ändern und jetzt fliegen wir hier auf die Karte. Das dauert einen kleinen Augenblick. Ich setze da nachher gleich einen Cut. So, da sind wir wieder. Der Krach von Sirenen und berstende Metall hallt durch die eure Ohren, als ihr aus eurem Kryptoschlaf erwacht. Trotz Explosion und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapsel zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten, am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch letzte Trümmer des zerstörten Raumschiffes ein, als ihr damit beginnt, Pläne für euer Überleben zu schmieden. Also, ihr seht, es geht tatsächlich hart ins Survival. Boah, eigentlich geile Startposition. So,
jetzt haben wir sie hier, unsere Peoples. Ne, und die arbeiten eigentlich relativ autark. So, wer konnte, jetzt muss ich auch mal gucken, Bedürfnisse, Bio, hier steht das. So, Fernkampf konnte am besten, glaube ich, hier der große Glowkowski. Der nimmt jetzt hier erstmal diese Repetiere auf, der Ragnar kriegt eine Knarre und die Kitty kriegt ein Messer aus Stahl. Und ja, das lassen wir die erstmal machen. Und dann kann er sich auch noch eine Hose anziehen und einen Helm aufsetzen. Das wird hier als unser alter Söldner. Hier, fängt damit an. So. Oh, wir haben auch einen Leguan dabei. Ich glaube, das ist unser Haustier. Ja, das ist Verbrecher. Unser Hausgecko. Das ist ein ganz cooler Typ. Eigentlich voll Knorke, aber frisst uns am Ende die Haare vom Kopf wahrscheinlich. So, dann haben wir hier unsere Welt. Die ist relativ groß. Ich habe die auf Maximalgröße tatsächlich gestellt. Wir haben hier so eine gemäßigte Zone, wo man überall so ein bisschen anbauen kann. Ne? Und diese Felder hier bieten halt extrem gute Anbaumöglichkeiten. Nach Möglichkeit sollte man auch an solchen Stellen irgendwie bauen. Oh, hier auch sehr schön. Wir haben ein paar Hirsche um die Ecke. Diese Boomelopes sind recht schwierig. Wenn man die erlegt, dann explodieren die. Das ist recht ätzend. Dann haben wir hier um uns herum ein bisschen Silber, ein bisschen Holz, ein paar Lebensmittel. Was ist das? Eine Schutzweste. Ja, die kriegt der Goski auch gleich noch. So. Dann nimmt er die auch noch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir sind hier von der Position her eigentlich ganz cool. Aber es gibt immer ein Aber. Wir haben hier hinten erst so fruchtbare Erde. Das ist ein bisschen scheiße. Was man machen könnte ist, wir könnten uns hier so unsere Basis reinbauen und könnten dann hier zuziehen und hier zuziehen. Und am Ende dann, ja, es wäre eine ganz schön große Wand, hier auch mal so einen Rahmen rumziehen. Ja, also wir können hier auch bauen, müssen wir sogar. Sonst kommen wir tatsächlich zu nichts. Ne? Und werden mit den Materialien, die wir jetzt hier haben, auch nicht ewig auskommen tatsächlich. Aber ich würde das hier einfach mal versuchen, dass wir hier mit dem Berg im Rücken unser erstes Lager aufbauen. So, dafür müssen wir dann erstmal sagen, was wir alles mitnehmen. Wir nehmen Medizin mit. Wir nehmen die Schutzhose mit. Das Holz werden wir auch alles mitnehmen. Und das Eisen auch. Und das Silber auch, damit können wir noch ein bisschen was kaufen. Dann werden wir mal gucken, dass wir hier, oh, das, ne, ist Kalkstein einfach nur. Hier mit der Basis im Rücken, da ist noch irgendwas tatsächlich. Das kann uns zum Verhängnis werden. Also da kann halt alles mögliche drin sein. Da können Kryptoschlafkapseln drin sein, da können abgefuckte Roboter drin sein, die uns den Arsch versohlen wollen. Und ähnliche Sachen. Deswegen machen wir das nach Möglichkeit erstmal nicht auf. Aber wir haben hier schon mal ein paar Bauteile. Wir haben hier ein bisschen Eisen. Das ist eigentlich ganz cool. Ne? Wer wundert, warum ich jetzt hier so rumharsche, liegt einfach nur daran, dass ich eigentlich gerade auf Pause habe und da genug Zeit ist. So, jetzt würde ich einfach mal anfangen. Ne? Ich würde hier erstmal nur aus Holz bauen. Und auch relativ klein. Wir brauchen am Anfang noch gar nicht so viel. Zack. Ach, da ist Sumpf. Na, das ist ja erstmal scheiße. Auf dem Sumpf können wir nämlich nicht bauen. Können wir da Boden rüberlegen? Oh, ich habe echt eine Weile nicht mehr gespielt. Unter Diverses? Nein. Da, Böden. Den hier rüber machen. Na, geht auch nicht. Das ist schon mal scheiße. Das wird aber einfach nach außen verlegt und ist gut. So. Machen wir es jetzt mal so. Dazu kommt eine Holztür. Und dann ist das gut. Hier würde ich so ein Lager ran platschen am Ende. Und machen wir einfach mal weg. Will ich nach außen eine Tür? Eigentlich will ich nach außen.
Ich will hier eine Tür haben. Rein, raus, rein, raus. Ja, das wird schon werden. So. Und jetzt marschieren die hier los. Ich muss denen auch nicht irgendwie extra Befehle geben oder sowas. Die sind alle noch ein bisschen fertig hier. Oh, keine Beschwerden. Das ist ungewöhnlich. Genau, er zum Beispiel. Ne? Der gute Racken hat Kryptoschlafkrankheit. Macht alles ein bisschen langsamer. Könnt ja auch noch ein paar Mal auf den Boden kotzen. Der arme Sack. So, und die schnappen sich jetzt hier nach und nach erstmal das Holz. Da hat er auch schon, ja, einmal schön geübelt. Ist ja auch eklig, ne? Was willst du machen? Ist ja auch unangenehm. So, die marschieren hier jetzt los und ziehen hier alles hoch. Ne, erstmal holen sie die Materialien. Ne, Kitty reißt den Scheiß hier erstmal weg und hier bauen wir nachher unsere Felder hin. Ne? Wo steht es? Ganz. Achso, das sind wilde Beeren. Ganz unten links könnt ihr das im Bild sehen. Fruchtbarkeit 140%. Mehr geht nicht. Doch, ich glaube, es gibt noch eine bessere Bodenart. Und. Aber die findet man so gut wie gar nicht. Strüpse, hell, bla bla, Fruchtbarkeit. Gut, aber ja, wir wollen erstmal ein Dach über dem Kopf haben. Ne? Das ist uns erstmal das Wichtigste. Ne? Und dann werden wir hier nämlich so eine Lagerzone einrichten. Wo erstmal alles reinkommt. Er kotzt schon wieder fleißig auf den Busch hier. Dafür baut er fleißig. Ist ja auch was wert, ne? So, jetzt geht uns auch bald das Holz aus. Das können wir hier einfach sagen. Zack, hacken, hacken, hacken. Wollen wir eh nicht vor der Tür haben. Weg den Scheiß. So, und am Anfang brauche ich hier auch noch gar nicht. Also ich kann hier tatsächlich über Arbeit, kann ich so Arbeiten verteilen. Ne, wer soll was machen? Das brauche ich jetzt am Anfang erstmal noch nicht. Ne, ich mache das immer mit dieser manuellen Priorität. Was ich aber schon mal sagen kann, ist, dass Kitty nachher die einzige ist, die forschen wird. Das wird doch fast ja, erstmal kotzen. Meine Fresse. Überall liegt Kotze rum. Da ist gerade kein Holz draus geworden. So. Na, jetzt geht's. So. Den haben wir doch schon fast darüber im Kopf. Das wäre richtig gut. Dann brauchen wir noch für jeden Bett. 1, 2, 3. Erstmal kriegen die alle ein gemeinsames Zimmer. Später werden wir denen noch ein bisschen was bauen, dass die da ein bisschen Ruhe zumindest haben. So, jetzt marschiert hier Ragnar zum Beispiel gerade durch die Butz. Baut hier ein Dach drauf. Das wird nicht lange so bleiben, weil wir unser Lager nachher nämlich kühlen müssen. Jetzt seht ihr hier oben rechts 13 Grad. Das ist alles noch ganz tutti. Aber trotzdem. Oh, das ist überdacht und verrottet deswegen nicht. Das ist also nicht überdacht im Freien. Ne, und wird dann nach und nach hier diese Lebensenergie verlieren. Das ist mit diesen Überlebensrationen noch überhaupt kein Problem. Die schmecken denen eh nicht besonders gut, aber die verrotten halt auch immer extrem langsam. Und wir müssen uns nachher aber selber Sachen kochen. Und das ist dann schon ein bisschen was anderes. Die müssen dann nämlich gekühlt werden, auf Minusgrade, damit die sich halten. Nacktheit, wer ist denn? Der Biklikowski ist schon wieder nackt. So gar nicht nackt. Zieh halt uns an. Die sind nur krumm. Affe. Nix kann er. Nix kann Negowski. Gar nichts. Schrecklich. So, und ihr seht das jetzt als wichtiger an, die ganzen Plünni rüber zu schleppen, ja? Anstatt hier mal eben das Haus fertig zu bauen. Ihr seid ein paar Affen, ey. Ihr gebt mir jetzt schon auf den Nüssen. Und ich glaube, dass ich hier keine Tür reingebaut habe, geht mir auch schon auf den Sack. Ja, ein bisschen, aber gut. Das ist jetzt mal so. Was? Wir schießen hier. So. Wir fangen auch erstmal noch gar nicht an zu jagen. Oh, Schneeleopard. Wer bist du? Gecko. Ne, davon werden wir uns nachher ein paar schnappen. Und werden die zu lecker Essen verarbeiten. Das wird klasse. So. Was wir jetzt erstmal machen. Wir legen uns jetzt erstmal
Feldern. Zone, Anbauzone. Wir hier erstmal ein bisschen anbauen. Denn sonst wird der Scheiß nicht fertig. Wir fangen mit ein bisschen Reis an. Der geht relativ flott. Dann ziehen wir gleich noch eine Zone daneben. Wird dieser andere? Scheiße. Wie groß bist du? Bist noch da hinten? Meine Fresse. Das kriege ich ja nie hin. Das hat passt. So, hier ein bisschen Reis und hier oh, ein bisschen Kartoffeln. Ne, damit können die jetzt gleich mal anfangen, zumindest die es können. Unser Lager ist schon mal überdacht, das ist herrlich. Ragnar macht den Rest hier fertig, dann hatten die hier gleich noch die Bäume und dann wird angepflanzt. Wieso hast du eigentlich keine Hose an? Bist du bescheuert? Schutzweste, Shirt und moderner Helm, aber keine Hose. Du bist ein Vollidiot. Ja, wir brauchen Hosen, ne? Ist ja auch Blödsinn. Zack, du ziehst jetzt erstmal hier. Zieh die Scheißhose an. Jetzt noch? Geht doch. So. Ist das erledigt? Ja. So, jetzt sagt er mir hier schon, wir brauchen Betten und ein bisschen was zur Entspannung. Entspannung kriegen wir hin. Wir haben hier Sicherheit, Struktur. Nee, Möbel. Auch nicht. Entspannung, nehmen wir das. Ja, wir haben ja das geile Hufeisenspiel. Das kostet nicht viel, aber das bringt irre Fun. Und das kann einer von den Experten hier nachher erstmal bauen. Und dann stellen die sich da hinten und spielen fleißig Hufeisen werfen. Und unser Verbrecher Gecko chillt gepflegt ein bisschen in unserer Butze. So. Könnte mal einer das Essen holen? Und vielleicht die Medizin? Das wäre ganz schön cool. Was macht der Kitty hier schon wieder? Geht etwas spazieren. Ja. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, ne? Ist ja alles cool. Sind da nur gerade abgestürzt. Ne? Ragnar fällt hier Bäume. Gowski. Ach, geht auch ein bisschen spazieren. Das ist ja. Ne? Ist auch eine Runde spazieren? Ja, geht mal spazieren. War ein anstrengender Tag, ne? Ich sehe das auch so. Ne, das ist absoluter Scheiß. Ich meine, klar. Frisch abgestürzt. Was mache ich? Erstmal auf dem Walk, ne? Jetzt wird es ein bisschen warm. Oh, ist der Spaziergang nicht mehr ganz so cool. Jetzt war ja noch zu schwitzen. Oh, hier ist noch ein Gecko. 12 Jahre alt. Und er ist schwanger. Sie ist schwanger. Seid lieb zum Gecko. Ne? Ob es unser war? Ob der sich hier schon fortgepflanzt hat? Ob der kompatibel mit dem ist? Ich meine, der ist von einer Welt offensichtlich. Wir sind hier abgestürzt. Was haben wir hier? Stahl. Nimm mit. Könnt ihr jetzt mal weiterarbeiten? Du gehst noch ein bisschen spazieren, du auch. Du kriegst Stahl, was man halt so macht, ne? So Leute, jetzt werden die hier langsam müde. Könntest du jetzt mal das scheiß Holz herholen und du mal das scheiß... Na gut. Mach doch mal das scheiß Bett fertig. So. Du baust lieber ein Dach. Du brauchst ein Bett. So, mach das fertig. Meine Güte. Manchmal muss man den Leuten eine Sache noch dreimal sagen. Ich meine, ist auch, also, hast du eben beinahe ein Dach gebaut? Ja. Wie spät ist das? 18 Uhr, ja, die dürften jetzt auch bald pennen gehen. Ne, so Sachen wie Dächer brauchen übrigens kein Material. Das spaxen die da einfach drauf und dann ist gut. So, ist dann zwar ein bisschen dunkel da in der Hütte, aber meine Güte. Würden sie durch. Der Baum muss noch weg.
Na, Glowski holt wenigstens schon mal ein bisschen was zu essen. Ein bisschen Reis ist schon angepflanzt. Nicht alles am ersten Tag, aber hey, Rum wird auch nicht an einer Nacht erbaut. Och, wie lange er braucht. Alter. Ist ja ekelhaft. Was machst du jetzt? Nimmt Überlebensration. Erstmal essen. Ja. Ist auch wichtig. So, aber wir müssen nicht unter freiem Himmel schlafen. Das ist schon mal geil. Ne, also wenn man das muss, dann gibt es hier bei den Bedürfnissen, ne, hier wie zum Beispiel ohne Tisch gegessen, finden die schon mal kacke. Ne, ist ein bisschen ungemütlich bei uns in der Butze, da kann man jetzt gegen machen. Und dunkel ist halt auch. Ne, und schön ist es halt auch nicht unbedingt hier, Magdestein und allem. Aber die haben halt auch sehr niedrige Erwartungen und anfänglicher Optimismus. Ne, die erste Woche und ja, das wird sich halt auch noch ändern. Diese Buffs verschwinden irgendwann und dann, ja, bin ich ein bisschen bockig, tatsächlich. Ja, und dann wird es auch irgendwann schwierig, weil dann kommen die auf die Idee, hier irgendwie freizudrehen, sich gegenseitig zu verkloppen und, oh, was machst du denn? Ja, der könnte zum Problem werden. Der würde sich, wenn, dann wahrscheinlich zuerst ein Tier schnappen, wenn er Hunger kriegt. Aber wenn ein Unglücklicher unserer Leute da im Weg ist, dann vielleicht auch ein von denen. Und das ist nicht das Beste, was passieren kann, tatsächlich. So, die dürften jetzt gleich pennen gehen. Wenn das passiert, haben wir eigentlich einen ganz erfolgreichen ersten Tag. Also erster Tag, alle können vernünftig pennen. Was ist hier drin? Was ist da los? Alles cool. Achso, ich kann das als Heilbetten und sowas deklarieren, aber das brauchen wir jetzt alles noch nicht. Wieso hackst du eigentlich einen Baum, der daneben steht? Was ist dein Problem? Gowski, ey. Nichts kann er. Nichts. Und ihr schleppt Eis. Könnt, glaube ich, auch mal pennen gehen. Es ist 22 Uhr. Die Tierwelt hat sich schon hingepackt. Zack. Und wir haben schon mal ein paar Sachen reingestellt. Kitty geht jetzt bestimmt auch pennen. Ne, auch solche Sachen. Eigentlich ist es nicht gut, dass sie alle in einem Zimmer hocken, weil, wie dazu ist, wenn man ins Bett geht und sich fertig macht, macht das ein bisschen Krach. Und da stehen die einfach überhaupt nicht drauf. Ne, und dann wacht er halt auf und kriegt hier, hat er wahrscheinlich auch schon gestörter Schlaf, genau. Ist ja gleich mal angepisst. Aber es ist geräumig, das ist schon mal was wert, ne? So. Brauchen wir einen Schlachtplan für morgen eigentlich? Morgen sollten die Felder fertig werden, das wäre ganz wichtig. Und wir müssten alsbald tatsächlich die Küche einrichten. Das würde ich hier erstmal bei den Betten noch hinmachen. Ja, mache ich bei den Betten. Ja, ich habe es übrigens geringfügig gemoddet, das Ganze. Habe ein paar Möbel und sowas reingebaut, die normalerweise nicht da wären. Ich habe hier diese Embrasures, also, wie nennt man sie? Also Schützlöcher halten, wo man sich reinsetzen kann. Und ja, noch ein paar andere Sachen. Hier Papermaking und also ein Scheiß halt. So, wir bräuchten demnächst Strom. Und wir bräuchten ein Kochfeld. Ich hätte am liebsten auch gleich ein elektrisches Kochfeld. Abreißen. Weil wir sonst tatsächlich einen Haufen Holz verbrauchen würden, das hier zwar in Maßen außen rum steht. Aber ich will darauf nicht ständig zurückgreifen müssen. So. Und dann kommen hier irgendwo Solarkollektoren hin, ob da was drin ist. Egal. Also sorgen wir erstmal. Ich plane das schon mal ein bisschen. Ach, ich kann doch gar kein Solarpanel bauen. Sondern nur Windturbinen. Das ist ganz schön scheiße. Die brauchen nämlich Platz. Relativ viel Platz. Also nicht relativ viel Platz, sondern echt ficke viel Platz. Und da muss ich dann auch für sorgen, dass da nie irgendwas reineiert. Aber gut.
für ein Anfang soll es das sein. Gucken wir nochmal. Dass wir hier alles wegreißen. Zack, 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 weil die stören nachher alle die Stromproduktion. Ach komm, du nicht. Du, 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 du. Da komme ich jetzt nicht mehr ran. So, hier alles weg. Und Pflanzen auch entfernen. Die Steinbrocken müssen weg. Und dann kann das Ding Strom produzieren. Dafür müssen wir natürlich auch Stromkabel legen. Hier draußen würde ich auch... Kann ich hier gar nicht. Warum nicht? Ach so, das ist für Unterwasser nur. Gut. So, das stehen wir aber stumpf rüber. Und dann haben wir schon mal bis hier Strom. Und dann kann ich nämlich auch hier schon mal ein Herd hinstellen. Zack, zack. Daran kann dann gearbeitet werden. Und was wir halt noch brauchen, ist so eine Butcherbank. Wo ist sie? Trichter, Krematorium brauchen wir nachher auch, wenn die sterben. Bildhauer, Schlachtbank. Die bauen wir auch gleich aus Edelstahl. Ne, grundsätzlich kann man fast alles aus allem bauen. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen die Zeit vor, weil sonst wird das hier ein bisschen langweilig. Ne, die haben für heute genug zu tun. Wir wollen Essen kochen können. Ich denke mal, Ragnar wird zumindest das schon mal erledigen. Kitty holt den Scheiß da weg und baut hoffentlich gleich ein bisschen mit an. Der reißt hier fleißig die Büsche weg. Und Ragnar, was hast du für einen Auftrag? Trägt Bauteil. Nimmst das hier hin. Ja gut. Dann nimm das. Ja, hat man gerade gesehen, hier, das ist schon, hat schon angefangen zu verrotten. Wenn es halt zu lange draußen liegt, dann ist Kacke. Du holst weiter was zu fressen? Ja. Ne, erstmal, wie gesagt, ist das hier ganz okay als Lagerraum. Langfristig will ich da was anderes haben. Dann wird das hier wahrscheinlich so ein Stückchen vorziehen. Ich weiß noch nicht, ob ich hier die Dings verbaue. Die Überlebensquartiere. Oder ob ich das noch irgendwie anders mache. Oder ob ich mich direkt in den Berg reinhaue. Das wäre halt auch eine Möglichkeit. Da wären die noch ein bisschen geschützter. Das kann ich eigentlich auch machen, oder? Ich glaube, ich mache das. Das dauert am Anfang so ewig. Aber gut, irgendwann muss man damit anfangen. Machen wir nämlich hier hinten so ein paar schicke Gemächer rein. Aber erst bauen wir die Basics, bevor wir mit so einem Scheiß anfangen. Solange müssen die halt damit leben. So, Stromleitung haben wir auch gleich. Der Butcher's Table braucht tatsächlich keinen Strom. Dem ist es total egal. Aber das Ding dürfte wieder Bauteile brauchen, genau. Und die muss dann gleich erst irgendwie holen. So. Wir haben eine ganze Menge Reis. Wir haben eine ganze Menge Kartoffeln. Das läuft doch. Was hast du jetzt für einen Auftrag? Was sind die denn hier? Ach, das sind 28 Stück. Oh, dann brauche ich ja hier gar nicht aufbauen. Komm, hier, hör auf damit. Dauert ewig, macht keinen Sinn. Wir haben genug. So, und eigentlich bräuchten wir halt auch so schnell wie möglich einen Forschungstisch, damit Kitty hier anfangen kann zu forschen, damit wir was Zuverlässiges als eine blöde Windturbine kriegen. Ne, also ich kann das ja gerade mal zeigen. Oh, das hier. Forschung. Jupp. Also es gibt schon eine ganze Menge. Ne, wie gesagt, ich habe noch ein paar Dings mit drin. Ein paar Mods. Wodurch das noch ein bisschen mehr geworden ist. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Was wir halt dringend brauchen, sind hier diese Solarzellen. Und diese Batterien. Die Batterien brauchen wir fast dringender als die Solarzellen. Weil erstmal haben wir Strom. Und da müsste ich dann eigentlich so bald wie möglich... Ne? Ja, und ihr seht, da passiert gar nichts. Weil die ganzen Bäume hier rundherum stehen. Und den Wind nicht durchlassen.
Aber sobald die hier jetzt gleich alles im Lager haben, sollte das alles ein bisschen flotter gehen. Und ihr seht, wie ewig das dauert, sich da in den Berg rein zu kloppen. Aber ich glaube, der hat das ganz gut gelernt, ne? Bergbau, ja. Ne? So langsam wird der, füllt sich da dieser Erfahrungsbalken jetzt auf. Nur ein Level up und dann ist er wieder ein bisschen flotter. Nachher geht das echt ratzfatz. Aber am Anfang ist das halt echt müßig. So. Ihr seht das immer noch als wichtiger an, den Scheiß hier wegzuholen. Ja, ihr habt nicht ganz unrecht. Und seid jetzt auch fertig. Super. Kitty, erzähl mal was. Jetzt holst du den Stahl hier hinten auch noch, ja? Ach komm, muss er jetzt erst sein. Lass ihn da liegen. Hack hier Bäume. Los. Mach mal flott. Was? Teil eines Raumschiffs? Ja, nee. Rabimmel, Alter. Ja, cool. Ja, es gibt hier halt öfter so eine Zufallsereignisse. Und so zum Beispiel haben wir jetzt hier Raumschiffreste. Können auch manchmal noch ein Mensch mit runterkommen. Die können wir uns dann irgendwann holen. Diese Bauteile werden nachher echt teuer. Von daher ist es gar nicht mal schlecht, wenn da ein bisschen mehr runterkommt. Ich bin ja fast am Überlegen, ob ich dich tamen sollte, ne? Du musst jetzt hier sauber. Ja. Das ist auch wichtig. So. Oh ja, oh guck mal, wenn das mal nicht ein Liebespaar ist. Die mögen sich doch bestimmt. Ah, Ragnar machte Kitty den Hof, indem er ihre Intelligenz lobte. Und Kitty ist abgehauen. Blöde Kuh. Der Big Legowski umwarb Kitty, indem er seine sozialen Fähigkeiten prahlte. Kitty reagierte kaum. Ja, ich glaube, die war, warte mal. Bio. Bin ich psychisch taub? Ja, psychisch abgestumpft. Kann man auch versuchen, ne? Mal schauen, wer da rankommt. Ich glaube noch nicht, dass es so viel sein wird. So, dann werden wir unsere Schlafgemächer hier hinten reinhacken können. Abbauen. Und hier einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt 1, 2, 3. 4 frei und da kommt dann die Tür hin. Und dann machen wir hier nochmal so einen Flur rein. So, den können wir. Ich habe die immer gerne. 3x3 ist eigentlich zu klein. Wir brauchen 4x4. Oh! Was geht hier ab? Ja. Flirtversuch fehlgeschlagen. So, 4x4. 4x4. Und das hier wird dann schon wieder nicht passen. Allein wegen dem Scheiß schon nicht. Nein, das macht keinen Sinn. Okay, wir kriegen hier erstmal nur zwei Zimmer hin. Wir könnten hier noch eins ransetzen. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich das will. Könnte ich auch einen Kühlschrank ranbauen oder sowas. Geh erstmal kacken. Ne? Mach das auch ganz leise. Super, danke. So. Und hier hat stattdessen noch nicht mal einer angefangen, das Holz zu schlagen. Könntet ihr das vielleicht mal machen? Ihr Penner. So, wie geht's euch? Bedürfnisse. Gestörter Schlaf, ohne Tisch gegessen, in der Kälte geschlafen. Ja, ist ein bisschen kalt da drin. Und von Kitty zurückgewiesen. Find halt auch nicht so geil. Abscheulicher Schlafsaal. Okay. Das ist halt echt schon scheiße. Aber Gowski gibt ja hier alles. Damit wir unser Schlafzimmer bald haben. So, kannst du jetzt mal anfangen gehen. Du gehst erstmal spazieren. Ja. Lass dir Zeit. Nimm dir, was du brauchst. Geht auch spazieren. Der Einzige, der hier wühlt, ist der faule Michi. Ich glaube, das wäre nicht. So, die müssen hier raus. Sie finden das nämlich auch extrem ekelhaft. Und ich habe eine Zone vergessen, nämlich eine Abfallzone. Die können wir eigentlich gut hier hinten reinbauen. Da sehen die das nicht mehr gleich. Da kommt alles hin, was so Kadaver und sowas. Und halt auch Steinbrocken.
irgendwelche Steinbrocken, glaube ich, waren das separate machen würde. So, dann kann ich hier tatsächlich reinmachen, was ich will. So. Brocken will ich da aber tatsächlich nicht haben. Ich will da die Leichen und so. Und Brocken können eigentlich erstmal hier hin. Die werden wir nämlich nachher eh noch brauchen. So, keine Leichen, aber alle Brocken. Feini. So, wo ich war, ich genau. Hier könnte man auch sehr schön den Kühlschrank hinbauen. Erstmal so. Ach Quatsch. Befehle, da wollte ich hin. Hier eine Tür rein, hier eine Tür rein. Und dann brauchen wir das hier erstmal nicht. Wichtig ist nur, dass wir erstmal hier hinkommen. So, man könnte tatsächlich hier cool. Ein Puma macht Jagd auf Verbrecher. Oh, das ist nicht so gut. Der Puma will unseren Gecko töten. Leck mich fett. Okay. Da machen wir was gegen. Komm mal dahin. Und du erlegst mir jetzt die Puma hier. Ab in Kampfmodus. Stellt sich da in den Baum. Na, kommt denn das? So. Wir müssen eigentlich direkt schießen. Nimm den mal unter Feuer und Ragnar. Oh, kann auch schon. Sehr schön. Und Kitty kann gleich hier Messer schmatzeln. Geh mal hinter. Oh, Treffer. Na, sehr schön. Puma rächt sich. Kitty darf hier hin. Und. Das ist schlecht. Sehr schön. Sehr schön. Und sie ist hier getötet. Hat er was abgekriegt? Nein! Wie geil ist das denn? Aber der große Goski. Wir könnten den jetzt auch tamen. Das will ich eigentlich nicht. Ich will viel lieber sein Fleisch haben. Zack, tut. Moment. Hier können auch Leichen rein. Und zwar Tierleichen. Hier kommt nichts Frisches rein. Komm. Nö, nö, nö. So. Bringst du ihn jetzt weg? Ja. Gut. Noch haben wir zwar keinen Kühlschrank, aber das kommt. Jetzt kann der nämlich gleich gebutschert werden. Ach, ich muss hier noch Aufträge. Aufgaben. Aufgabe hinzufügen. Schlachte Kreaturen. Und zwar für immer. Und hier auch. Einfache Mahlzeiten kochen. Bis du ja, 30 Stück hast. Läuft. Und dann können die kochen, sofern ich irgendwann mal Strom kriege. Aber anscheinend sind die hier alle zu faul, um irgendwelche Bäume wegzuhacken. Mach hin. Ja, der Puma rächt sich nicht mehr, der liegt tot in meinem Lager. So. Der verdirbt jetzt in 2,5 Tagen. Können wir gucken, was er abgekriegt hat. Der hat Schnitt in den Nacken von Kitty bekommen. Kopfschuss. Vom Repetiergewehr vom Gowski. In den Schädel nochmal. Rechtes Auge herausgeschossen. Das linke Auge wird auch getroffen. Der Schwanz wird getroffen. Es wird eigentlich fast alles getroffen. Was ist denn hier los? Okay. Der wurde also gut nagisch gemacht. Meine Güte. So, und wir brauchen Batterien immer noch tatsächlich. Aber ich will hier eigentlich erstmal die Grundsachen machen. Es war ein sehr ineffizienter Tag, möchte ich aber mal sagen. Ich habe ein paar Brocken durch die Gegend geschleppt. Gut, ich habe das Windrad gebaut, aber ansonsten ging hier gerade gar nichts. Aber ich bin ja auch auf die geniale Idee gekommen, ich will einen Berg Schlafzimmer haben. Naja. Gut, nichtsdestotrotz ist damit jetzt erstmal die erste Folge vorbei. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da, gerne auch ein Abo. Ne, das wird jetzt die nächsten paar Wochen einfach immer mal so ein bisschen laufen. Ich werde mal gucken, wie es euch gefällt. Ich werde das immer so nebenbei so ein bisschen machen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.